Die Basis ist ja auch der Bereich, der es umsetzen muss. Ne? Ich sage das immer so, wenn eine Vision von einem Unternehmen platziert wird, ne, dann ist das ja meistens irgendwo im Top-Management oder im oberen Management erarbeitet worden. Vielleicht noch mit einem externen Berater oder mit irgendeiner Moderation dazu. Und dann hat man da miteinander das Ganze erarbeitet. Und dann ist das irgendeine Flughöhe, die der zuunterst gar nicht mehr nachfassen kann, gar nicht versteht, weil es zu weit weg ist, zu abstrakt. Dann gibt es irgendwo eine Mission, die man ja schon im Managementlehre dann lehrt. Und dann werden auch die Strategien abgesetzt. Aber das Thema ist natürlich, wie transferiere ich das von oben nach unten? Ne? Und ich denke immer, Bilder sind das beste Beispiel dazu. Bilder, Symbole, Bilder, die wir leben, die Emotionen auslösen. Ne? Also sowohl im positiven natürlich als auch im negativen Sinn. Du hast das vorher auch erwähnt, wenn Manager oder allgemein Personen, wenn du denen erzählen möchtest, du, was hast du dann erreicht? Wo bist du letztes Jahr gestanden? Dann hat man irgendwie ein Bild vor Augen. Ne? Was habe ich gehabt? Wie hat es ausgesehen? Wie war mein Umfeld? Also das spürst du dann. Wenn es negativ war, spürst du das selber noch viel intensiver. Wenn es positiv war und du bist jetzt schlechter dran, dann merkt man das natürlich auch. Und gerade so die Themen Sicherheit sind ja Dinge, die man entweder negativ spürt oder gar nicht. Vielfach. Ich sage es jetzt mal ein bisschen pointiert. Ja? Also negativ nach dem Motto, sie engen mich ein in meiner Freiheit, sie engen mich ein in meinem Ablauf, ich muss da irgendwelche Sicherheitsvorschriften beachten, ich muss irgendwelche Audits über mich ergehen lassen. Und wenn nichts passiert, dann ist es einfach so. Ne? Also das heißt, wenn, ich sage jetzt mal salopp, wenn keine Steine wegkommen und kein Betriebsgeheimnis irgendwo als Open Source im Internet rumschwirrt, dann merkt man das ja gar nicht, dass man dafür gearbeitet hat. Wie hast du das empfunden im Thema Sicherheit? Gab es da große Widerstände bei euch oder war das einfach so nach dem Motto, die Hierarchie von oben hat gesagt, wir müssen es so machen, jetzt machen wir es so? Na, wir haben das sehr gut gemanagt immer. Also ich habe ja auch in Wien damals einen Store mit eröffnet in der Kärntnerstraße. Ich habe mit meiner Führungstätigkeit eigentlich richtig begonnen damals. Und die Zentrale war ja in Wattens, also in Tirol, und dann in Wien eröffnet es ein Flagship-Store. Da gab es natürlich viel zu bedenken, sicherheitstechnische Aspekte in so einer großen Stadt drinnen. Und das hat bei den Mitarbeitern, und da war jemand begleitend auch da, die waren sehr oft Sicherheitsfachkräfte in Wien und haben mit mir die Konzepte durchbesprochen. Und das hat bei Mitarbeitern auch viel für Vertrauen gesorgt. Also die waren, das ist ganz wichtig auch, ja. Sie haben ein Gefühl, hallo, da ist jemand, der kümmert sich um uns. Wir werden da nicht ganz alleine gelassen. Und durch das Thema immer Überwachungskamera, ja oder nein, aber wenn man das gut rüberpackt, ja, dann schafft das Vertrauen. Und wenn man aber das nicht gut rüberpackt, dann haben Mitarbeiter das Gefühl, boah, da werden wir jetzt überwacht. Aber wenn die das Verständnis dafür haben, also ich, Kamera ist für deine Sicherheit auch da. Und es gibt ja auch einen Betriebsrat, da kann ich nicht einfach irgendwelche Kamerabilder anschauen, ja, oder überwachen. Wenn auch das Vertrauen zwischen Betriebsrat und Führungskraft da ist, ja, dann funktioniert das wunderbar. Und das geht aber nur dann, wenn ich in einen Dialog eintrete, wenn ich von Anfang an kommuniziere. Und wenn ich auch den Menschen, das würde ich auch dazu erwähnen, einen Sinn mitgebe. Warum hat diese Maßnahme, warum muss die jetzt sein? Die Menschen müssen es verstehen. Dann tragen sie das mit. Das ist eigentlich das Rätsel, also die Lösung von Du ganz. hast sehr, sehr gute Punkte reingebracht. Ich bin jetzt bin ja fast schon ein Fan von dir, wie du das jetzt so erzählst. Trinkt ab und zu öfter. Weil genau das Thema nämlich da steht, Sicherheit, ich sage immer, Sicherheit hat im Unternehmen mit Vertrauen zu tun, Vertrauen im Unternehmen mit Sicherheit. Ne? Also die zwei stehen so eng in der Kombi, dass man sagen muss, wenn man das vermitteln kann, dass es eben für den Mitarbeiter ist, oder zum Beispiel, du kommst ja aus einem Hotelbetrieb auch oder Tourismusbetrieb, dann ist es auch die Sicherheit der Gäste, die man hat, also oder im Store selber, also wenn du da drin bist, dass da gewisse Vorschriften nicht nur umgesetzt werden, sondern dass auch das Gefühl da ist, der Vorgesetzte oder das obere Management oder Top-Management steht für uns ein und sorgt dafür, dass wir sicher arbeiten können, dass es uns nicht nur gut geht, jetzt die finanzielle Sicherheit und die Arbeitsplatzthematik, sondern wirklich auch vor irgendwelchen
schwierigen Security- oder Safety-Themen, wo man dann sagt, okay, der Gesundheitsschutz ist gewährleistet, die Arbeitssicherheit ist gewährleistet, das Thema, sage ich jetzt mal, Überfall im Store ist gewährleistet. Ne? Und das sind natürlich schon Themen, weil vielfach fühlt sich das untere Bindeglied, das untere Management mit der Basis manchmal sogar ein bisschen verlassen. Ne? Einfach so nach dem Motto, wir haben den Support nicht, wir haben die Unterstützung nicht, es lässt sich niemand hier blicken, wir müssen dasselbe dann umsetzen, was von oben heruntergegeben wird. Und das sind schon wichtige Dinge. Und du hast das wirklich toll gesagt, in diesem Dreieck, das ist natürlich ein bisschen größenbedingt ja dann auch, Deutschland, Österreich, Schweiz auch ein bisschen unterschiedlich mit dem Betriebsrat oder Personalrat, Personalkommission, wie sich auch manchmal heißen, dass man da natürlich nicht das Vertrauen wieder aufs Spiel setzen darf mit irgendwelchen Geschichten, wie du erwähnt hast, das Mitarbeiterüberwachung zum Beispiel. Da gibt es ja auch Großkonzerne, weltweit große Konzerne, die ja immer wieder Schlagzeilen machen, dass Mitarbeiter überwacht werden. Damit sie sich kaum mehr trauen, überhaupt auf die Toilette zu gehen oder sonst etwas zu machen. Ja. Ich kenne es ja auch, ich habe ja in Wien mit anderen Store-Managern auch zu tun gehabt und Kontakt gehabt, da hört man Dinge, die waren teilweise haarsträubend. Ja? Also wenn da Taschenkontrollen bei Mitarbeitern gemacht werden und das ihnen als Sicherheit verkauft wird, das ist halt dann schwierig, gell? Man kann über das Ziel hinausschießen, aber wenn ich in den persönlichen Bereichen der Mitarbeiter herumfummeln anfange und das dann unter ein Dogma Sicherheit hinstelle, dann wird es grenzwertig, aus meiner Sicht. Also immer davon gewährt, bitte nicht in die Persönlichkeit der Menschen einzugreifen, zu tief. Ja? Das schafft dann kein Vertrauen mehr. Ja, du hast da einen guten Punkt angesprochen, das Thema Persönlichkeit, ne, und das Individuelle, wie man es angeht. Da fühlt sich natürlich nicht jede Person oder jeder Manager, Führungskraft, Fachkraft, fühlt sich da ziemlich schnell betroffen. Du hast ja vorher auch den Sinn erwähnt, ne? Also jetzt, ob jetzt bei der Taschenkontrolle oder beim Vermitteln von irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen, ob jetzt die technisch, organisatorisch oder baulich sind, wenn ich den Sinn nicht sehe. Ja. Wie konntest du als Manager oder heute zum Beispiel auch als Trainer, wie kannst du denn Menschen von Dingen überzeugen? Nicht überreden, sondern überzeugen. Was hast du da irgend so einen Tipp für unsere Hörerschaft, wo du sagst, du, der zieht bei mir immer? Authentizität. Also du kannst nur von Dingen reden, die du selbst erlebt hast. Bravo. Also Unterpunkte. Ja, ich finde das einfach. Wenn ich jetzt mit dir über Sicherheit rede und ihr habt das aber selber noch nie, ich glaube, du hättest mich ja nicht eingeladen zu diesem Podcast jetzt, aber wenn ich nie damit zu tun gehabt hätte, ja, was soll ich da herschwafeln? Ja. Natürlich kann ich es in Büchern rauslesen, ja, aber das kommt nicht so rüber. Du musst es erlebt haben und du brauchst eine Geschichte dazu immer. Und Menschen lieben halt auch Geschichten und das sind ganz banale Dinge oft einmal. Ich meine, ich selber erzähle in meinen Vorträgen auch immer eine lustige Geschichte zum Thema Angst, zum Thema Sicherheit, wie es uns geht, wir Menschen. Wir sind ja alles keine Roboter. Hey, genau richtig, absolut. Kann ich 100% unterstützen, kann jeden, der hier zuhört oder zusieht, sagen, da hat der Christian absolut recht. Das ist so, ich sage immer, die Zahlen, Daten, Fakten müssen emotional rübergebracht werden, positiv bestückt mit einer Story, nicht übertreiben und so weiter. Ja. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese kühlen Ausdrücke oder Manager, vor allem auch im oberen oder Top-Management, wenn es immer so heißt, so, ich hoffe, ich konnte Ihnen das emotionslos rüberbringen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das mit der nötigen Gelassenheit und Ruhe und so weiter rüberbringen. Oder warum reagiert sie immer so emotional? Und hey, wir sind ja Menschen und wir leben durch Emotionen. Wir haben eine Begeisterungsfähigkeit durch Emotionen. Wir haben eine Leidenschaft, die mit Emotionen getrieben ist, im positiven Sinn. Und so soll ja auch der Sinn, wenn sich etwas bewegen soll, mit Emotionen bestückt werden. Nur, und jetzt kommt der große Punkt, ich bin ja in der Sicherheit groß geworden, das weißt du ja, so über 22 Jahren jetzt in verschiedensten Branchen und Themen der Sicherheit. Das ist einfach ein unbeliebtes Thema, ne? Das ist nicht unbedingt gern gesehen, aber, und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen zu der Maslow'schen Pyramide, gerade nach den ersten Grundbedürfnissen kommt das Thema Sicherheit, ne? Und jeder hat ja wirklich das Gefühl, er kann über Sicherheit reden. Ne? Also da gibt es dann Top-Management, mittleres, oberes Management, oder da weiß immer jeder besser, was es braucht und was es nicht braucht.
und welches Risiko das akzeptabel ist und nicht. Und da wird einfach mal drauf losgeredet und da werden dann Argumente gebracht aus der Vergangenheit oder irgendwo anders und die machen es auch nicht so und das braucht es ja nicht und es hat jetzt 20 Jahre, ist nichts passiert. Oder der einfaches Beispiel, der Bauarbeiter, der Dachdecker, seit 15 Jahren bin ich auf dem Dach ungesichert unterwegs und ich bin noch nie runtergefallen, wieso soll ich mich jetzt an eine Sicherung, eine Rückhalte- oder Absturzsicherung ein solches am Gerüst oder wo anmachen, damit ich nicht runterfalle. Ne? Und genau, da braucht es auch Impulse dafür immer wieder, dass ja. Die Leute aus dieser, natürlich jeder ist irgendwann wieder mal in seiner Komfortzone drin, ja. Und Thema Sicherheit hat ja auch einen anderen Aspekt noch, was das Thema Alter betrifft. Ja. Also als jüngerer Mensch brauchst du andere Formen der Sicherheit als älterer Mensch. Mhm. Auch eingehen können, auch als Führungskraft und nicht über alle drüber fahren und sagen, du, die brauchen Sicherheit. Ja, ein junger Mitarbeiter braucht eine andere Form. Wie hast du das erlebt bei deinen Management-Kollegen? Wie war das Thema Sicherheit da platziert? Du meinst jetzt in der Firma, oder? Ja, ob jetzt im Tourismusbereich oder jetzt direkt bei Swarovski. Wie ist das? Schon hoch, weil wir haben, glaube ich, in Österreich und in der Schweiz auch nicht anders, hohe Sicherheitsstandards. Das Thema ist wichtig. Also kaum jemand regt sich auf, wenn da jetzt eine Feuerwehrübung kommt oder wenn da Feuerlöscher-Themen, Überprüfungen kommen oder der Lift muss gewartet werden, da regt sich ja kein Mensch mehr auf. Das ist Standard, das ist State of the Art. Ich habe aber mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Nationen gearbeitet, da wurde es oft schon ein bisschen komisch, ja, wie jetzt schon wieder oder braucht es das jetzt? Ja. Die sind halt besonders gewohnt. Ja. Und da bin ich schon froh, dass wir einen gewissen Sicherheitsstandard haben. Teilweise schießt mir das Ziel raus. Ich finde auch das Thema DSVGO ist einfach so ein Paradebeispiel darüber. Ja, da wollen wir vielleicht Sicherheit geben den Konsumenten, dass ihre Daten geschützt werden. Also diejenigen, die dann Fusch braucht haben, aus meiner Sicht, die werden es auch nach wie vor machen, die werden es missbrauchen, das sind die Großen. Und die ganz Großen haben ja dann auch genug Rechtsanwälte, die das Ganze auseinandernehmen können, wo dann Mittelständler oder Kleinunternehmer oder Selbstständiger gar keine Chance haben. Und im Endeffekt hat es dann aber für große Verunsicherung geführt, auch bei meinen Kollegen, auch im Speaker-Trainer-Bereich oder auch anderen Selbstständigen. Die waren höchst verunsichert, der darf ich noch, jetzt kann ich nichts mehr machen, jetzt sperre ich zu. Ja. Da ist der Schuss nach hinten losgegangen, aus meiner Sicht. Also in vielen Bereichen. Ja. Es hat sich ja jetzt ein bisschen abgeschwächt, ne, mit der Hektik, sage ich jetzt mal, ob da ab da noch eine Welle kommt oder nicht. Und auch in der Schweiz ist ja das Thema Schweizerische Datenschutzverordnung auch wieder ab nächstes Jahr und übernächstes Jahr ein großes Thema dann, wo es ja nicht nur um die europäische geht, sondern um das Thema in der Schweiz als solches dann wieder. Ne? Und es ist schon gut, wenn man sich den Themen annimmt, weil Daten sind immer wieder eine heikle Geschichte, eine heikle Angelegenheit. Und dass man da einen sicheren, möglichst vermeintlich sicheren Zustand hat, das ist natürlich eine Führungsaufgabe, das stimmt schon. Absolut. Wie gehst denn du bei dir zum Beispiel persönlich, wenn wir jetzt ein bisschen wieder wegkommen vom rein unternehmerischen Aspekt her, du hast ja einen großen Wendepunkt gehabt jetzt, sage ich jetzt mal zwei, wenn ich das so sagen darf, von der Hotelgastronomie zur Thema Swarovski Tourismus und dann jetzt rüber zum Selbstständigen seit 5 Jahren. Was sind deine größten Ängste, die du jetzt so siehst? Also natürlich für unsere Hörerschaft nur das, was du auch bereit bist, freizugeben. Und was ist die größte Chance, die du siehst? Die größte Angst habe ich, dass irgendwann einmal die Schweiz wieder einen Nationencup im Skifahren gewinnt. Nein, das ist jetzt das werden wir ganz bestimmt, Christian, das werden wir ganz bestimmt. Und ich werde dich dann auch anrufen, wenn es soweit ist. Dann 38 dann, ja. Na, ich habe grundsätzlich relativ wenig Angst, gell? Also das ist, ich glaube, ich kann Risiken gut einschätzen. Das ist mein Gefühl, ja. Wobei, es gibt schon ein Beispiel, wo ich sage, ja, mit dem kann ich es gut darlegen. Zum Beispiel habe ich mit 40 Jahren, wo ich bei Swarovski gekündigt habe, hatte ich ja ein bisschen Auszeit und habe dann Paragliden gelernt, so mit einem Jahr von 40. Also das mich fasziniert zu fliegen und habe dann einen Kurs gemacht und habe dann recht, hat alles gut funktioniert. Nur in dieser Zeit war meine Frau dann schwanger auch und das zweite Baby war unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich dann selber nach dem Kurs fliegen gegangen bin, habe ich so ein mulmiges Gefühl gehabt im Bauch drin. Ich sage, okay, da wächst jetzt ein Kind heran, und du wirst jetzt Vater und du fliegst da oben. Damals denke ich, ja, aber alles lernen kann ich ja alles. Aber irgendwann habe ich gesagt, nein, ich lasse es.
ich habe das wieder gestoppt, das Paragliden, weil ich gespürt habe, wenn du mit einer gewissen Angst oder Restangst da reingehst, das ist, war mir zu gefährlich, das war mir zu heiß. Eine gewisse Sicherheit kriege ich mit 20 Jahren, wenn ich mehr Testosteron habe, ja, oder wenn ich einfach Adrenalin drin habe, was mir egal ist, dann gewinnst du deine Sicherheit. Mountainbiken, Skifahren und so weiter. Da geht es easy, aber mit 40 Jahren, du tust dich schwerer. Und ich habe dann einfach die Konsequenz getroffen, so, nein, ich muss nicht alles machen. Lass es bleiben. Und bin ja froh drum, stehe hinter der Entscheidung heute noch. Manche sagen, ja mei, was ein Scheißer. Nein, ich brauche es nicht. Schwierig ist ja dann, also der Entscheid ist ja jedem persönlich überlassen. Und ich finde das ein sehr tolles Beispiel, weil schwierig wird es in dem Moment, wo dann was passiert und du ja. dir über mehrere Mal dein Bauchgefühl gesagt hat, lass es sein. Ne? Woher das Gefühl auch immer kommt. Wir wollen da jetzt gar nicht so weit in die naturphysischen oder geistigen Sphären hineingehen, sondern einfach nur sagen, wenn irgendwo so ein komisches Gefühl da ist, dann hat das seine Berechtigung. Wie man das umsetzt und ob man das Risiko trotzdem wahrnimmt oder nicht, das ist ja dann die Entscheidung, die man hat. Ne? Und die Frage ist einfach, was hast du verloren, was hast du nicht verloren? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe nicht, weil das Risiko einfach zu groß ist und ich habe noch Familie oder ein kleines Kind wächst daran, dann sagst du einfach, hier ist wieder der Aspekt, dass ich da bin und hier die Sicherheit bieten kann zu dem, was ich gewinne, wenn ich paraglide, natürlich ganz entscheidend. Und das ist die Grundvoraussetzung, Entscheidungen zu treffen. Ne? Was ich häufig mache, das thematisiere ich auch im Vortrag, wenn du Angst hast irgendwo vor irgendwas, was ist der Worst Case? Schreib dir diesen Worst Case auf oder lass es durch den Kopf gehen. Weil wir haben eine innere Instanz in uns drinnen, dieser Hollywood-Regisseur, ja, der baut da binnen Nanosekunden einen Blockbuster-Film, also super Horrorfilm, obwohl oft nichts dran ist. Ja. Ich habe mir diese Übung auch gemacht. Was ist der Worst Case mit dem Paragliden? Der Worst Case, dass sie abstürzt und im Baum drin liegen und tot bin. Oder Querschnittgelenk. Das ist ein brutales Worst Case. Muss ich nicht machen. Anderes Beispiel: Das erste Mal habe ich auf dem Berg oben geschlafen, unter freiem Himmel, im Schlafsack drinnen. Plötzlich kommen da in der Dämmerung 100 Schafe daher marschiert. Halleluja, was machst du denn da? Die trampeln alle auf mir rum. Nein, ich habe das noch nie gehört irgendwo. Es ist nicht realistisch, dass Schafe auf Menschen herumtrampeln. Aber das Horrorszenario lässt. Der Schlafsack war ihnen suspekt genug, ja. Distanz zu haben. Und ziemlich ritualisiere die Schäfchen, vor allem wenn sie am Berg oben sind. Ja. Und dann denkst du aber, wie absurd, was ist denn das Worst Case? Hey. Dann ist es oft weg vom Tisch. Und das haben wir ja so oft auch in Veränderungsprozessen. Da kommen plötzlich Horrorszenarien und auch Sicherheitsbeauftragte, wir sagen das ja auch oft. Du musst das machen und das machen, weil das könnte passieren und das könnte passieren. Dann sage ich, ja, wie realistisch, bitte. Schreiben wir es mal nieder. Und oft kommt man drauf, wenn man es niederschreibt, dass es doch ein bisschen überzogen ist. Ja, das sind natürlich die Themen des Risikomanagements. Verhältnis zu bringen. Da gibt es dann auch wieder die anderen Theorien oder Praxisbeispiele des schwarzen Schwans, ne? Black Swan, wo man ja dann auch sagt, eigentlich das Unerwartete kann passieren. Man denkt hier nur an das tragische Ereignis des 11. September. Ja. Aber das ist schon richtig. Also die Angst, die kann natürlich schon wachsen, unbegründet wachsen, wenn man sie sogar noch schürt, dann extrem. Also das ist schon ein Thema, ob jetzt privat oder unternehmerisch. Aber du glaubst mir nicht, wenn ich dir sage, oder vielleicht denkst du das oder weißt du das selber auch, dass es sehr viele Mittelständler oder Großunternehmen gibt, die machen sich nicht mal über den Worst-Case-Gedanken. Ne? Ja. Also die sagen ja nicht mal, eigentlich könnte unsere Lager abbrennen, dann haben wir nichts mehr. Oder unsere Produktionsstätte, oder wir haben einen Datenleck, oder wir haben ein Risiko, weil wir Mitarbeiter entlassen müssen und der eine oder andere da dann auf einmal vor der Türe steht. Also es gibt ja schon auch Unternehmen, die komplett nichts mit Sicherheits- und Notfallkrisenmanagement gemacht haben, weil sie einfach ihren Fokus auf den betriebswirtschaftlichen haben, weil sie halt das erschaffen wollen, eine Dienstleistung, Produktion, was auch immer. Finde ich auch toll, finde ich super, weil das ist ja das, was unsere Wirtschaft antreibt. Aber trotzdem wäre es einmal toll, wenn man sich doch, wie du sagst, den einen oder anderen Gedanken macht, einen gesunden Gedanken zum Thema Risiko, zum Thema, was kann mir denn wirklich passieren? Also das heißt,
Du hast da das eine oder andere an Angst gehabt. Wie hast du denn ausgesehen, Selbstständigkeit, also vom Angestellten, vom gut verdienenden Angestellten in die Selbstständigkeit? Was war da so deine größte Angst und wie hast du die überwunden? Ja, Angst ist, du hast der Familie zu ernähren, ja. Aber ich habe dann auch wieder gesagt, was ist der Worst Case? Hey, wir haben in Tirol eine boomende Wirtschaft. Du kriegst mit meiner Ausbildung kriege ich immer einen Job. Notfalls gehe ich halt Kellner. Ist völlig wurscht, wenn es gar nicht mehr geht. Es gibt Förderprogramme, die man in Anspruch nehmen kann. Die größte Angst war, ich glaube, die größte Angst, dass viele haben, ist, ihre Ansprüche zu reduzieren zu müssen. Und die habe ich reduziert. Ich sage, große Urlaube gehen uns die nächsten 3-4 Jahre nicht aus. Das wird sie nicht spielen. Und einmal die Woche schön essen gehen, ist halt nicht mehr. Ja. Und das habe ich mit meiner Frau besprochen und das war dann okay. Man hat sich dazu committed. Das war dann eine ganz normale Worst-Case-Berechnung. War die Chance, die du da vielleicht gesehen hast, dass es dann etwas bewirkt, war das dann der Treiber? Ja, klar. Wohin fokussierst du das? Auf die Chancen oder unten? Auf die Angst? Mhm. Und du, natürlich musst du ein Ziel haben. Du musst wissen, wo du hinmarschierst. Aber wenn du das nicht hast, dann wird die Angst von unten stärker. Das ist klar. Also du brauchst natürlich du musst wissen, wohin du gehst. Du musst auch wissen, was du tust. Ja, was war denn neben deinem jetzt lang keimenden Samen, sage ich jetzt mal, diese kleine Pflanze, die gewachsen ist, ich werde irgendwann mal selbstständig. Was war denn der Treiber? Wieso denn selbstständig? Ich bin ein freiheitsliebender Mensch, gell? Also ich habe das, in einem Konzern hast du natürlich auch gewisse Spielregeln, Leitplanken, die vorgegeben sind und das ist ja legitim, das ist ja völlig in Ordnung. Und ich wollte aber selber gestalten irgendwann. Ich sage jetzt, und herumjammern die ganze Zeit bringt ja nichts, weil diese Leitplanken werden sich nicht verändern. Wegen dir verändert sich der Konzern nicht. Aber leave it, change it. Das habe ich dann gespielt. Und irgendwann gesagt, jetzt leave it, mach selber. Mit all den Konsequenzen natürlich auch. Ich hatte. Aber ich habe dann die große Freiheit und ich liebe das jetzt. Ich kann de facto tun und lassen, was ich will. Weniger arbeiten tue ich deswegen trotzdem nicht. Ja, die Arbeit wird ja eher mehr, ne? Aber man findet sie vielleicht nicht immer nur als Arbeit, ne? Es verteilt sich ein bisschen. Ich habe die Trennung Beruf und Privat, das gibt es bei mir nicht mehr. Also es ist alles eins. Ja. Das geht fließend ineinander über. Es gibt gewisse Leute, die sagen, das ist schlecht, weil man hat ja endlich mal das hingebracht, dass man nicht das Leben lang arbeiten muss. Aber wenn man das, was man gern macht, auch kombinieren kann und das Ganze reingeht, dann lebt man für die Sache und dann erreicht man auch was. Ja, ne? Wenn man Sinn dahinter sieht, dann geht es ja auch nicht. Wenn ich Skifahren gehe und ich sitze mit jemandem am Lift, am Skilift oben und wir reden halt, dann rede ich über die Arbeit, ja. Also manchmal nicht. Das ist ein fließender Übergang. Ich habe schon Aufträge rausgeholt vom Skifahren. Das kommt einfach so zustande. Und ich finde das Geniale einfach, wenn man das verbinden kann. Und der zweite Aspekt war auch, wo ich sage, schau, willst du mit 65 in Pension gehen? Ich will das nicht. Ich werde auch fit sein damals in dieser Zeit. Und ich will einen Job haben, wo ich mich entfalten kann. Und den Job, glaube ich, wenn ich jetzt 20, 30 Jahre Speaker bin, dann hast du was erlebt. Ich glaube, mit 70 Jahren gibt es genug Speaker, die da draußen stehen und können was erzählen. Und das finde ich genial, wenn ich das dann kann. Und ich kann trotzdem noch produktiv sein, trotzdem noch Inputs liefern. Ich finde ja gewisse Politiker einfach genial, die einfach danach einfach weiterhin tätig sind, als Berater, Vorträge geben, ihren Input rausbringen. Das finde ich lässig. Da müssen wir unbedingt einmal ein anderes Mal noch darüber reden. Das ist sehr interessant, weil da gibt es sicher auch die Möglichkeit, dass, sage ich jetzt mal, da den ein oder anderen Gedanken, ob jetzt beim Glas Wein, Bier, beim Abendessen oder so, mal weiter auszuführen. Das ja, gerne. Cool. Du sagst es ja, also Chancen, Risiken, die müssen im Verhältnis stehen, man muss eine Vision haben, das große Bild haben. Und ich lasse es jetzt mal mit der üblichen Zusammenfassung. Wir haben jetzt etwa 50 Minuten, wo wir schon online sind. Ich lasse es jetzt mal mit der Zusammenfassung im größeren Sinne, aber du bist ja wirklich von einem Dienstleistungsgedanken, also das heißt dem Hotel-Gastronomiebetrieb, bist du dann rübergegangen und hast große Management-Aufgaben übernommen mit 300 Mitarbeitern, die du geführt hast und hast da schnell gemerkt, man muss den Leuten, wenn man sie gewinnen möchte und mit was verändern möchte im Change-Prozess, ist ja eines deiner Themen auch, die Veränderung, muss man Sinn vermitteln. Und Sinn hat ja auch mit Werten zu tun, Sinn hat auch mit dem großen gesamten Bild zu tun, mit der Vision, wie ich sie immer so schön nenne. Und ich bin der Meinung, dass
die Vision, die muss man bildlich darstellen können, mit einem Symbolbild oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt mal fragen würde, bei dir, und da kommen wir ja langsam so einen Schlussspurt rein, was ist denn dein großes Bild? Also wo geht es mit dem Christian noch weiter? Welche Richtung, wo siehst du dich jetzt nach 5 Jahren in den zukünftigen 5 oder vielleicht sogar 10 Jahren? Ja, ich habe mein Vision Board habe ich auch gemacht. Gell? Das hängt bei mir im Schlafzimmer. Das schaue ich mir jeden Tag an, in diesen 4 großen Bereichen des Lebens, wo ich hin will. Inhaltlich geht es mir darum, einfach ein anderes Bild bei den Unternehmen zu erzeugen. Ein anderes Bild vom Change. Die Leute haben satt, über Veränderungsprozesse zu reden. Ich möchte Impulse setzen, dahingehend, dass sich Unternehmen ein bisschen anders besinnen und sagen, wir müssen mehr über dieses Thema Werte sprechen. Wir müssen mehr über den einzelnen Menschen sprechen. Weil wenn wir das machen, wenn wir Führung als Führung verstehen, wenn wir Führung über Werte führen, leben, dann geht der Change von selbst. Da brauche ich keinen Prozess von 1 bis 8. Und ich will die Menschen und die Unternehmen davon wegbekommen. Ich habe das selber miterlebt, ich habe das selber gelernt, ich habe das selber umgesetzt und ich weiß, dass das limitiert möglich ist nur. Weil irgendwann stehe ich an, ich kann die Leute nicht alle in einen Haufen reinschmeißen. Super. Ja. Machst du das alleine? Siehst du dich alleine als Selbstständiger oder siehst du dich mit einem Team? Gar nicht. Ich hab ein großes Netzwerk, ich habe mehrere Kollegen, mit denen ich arbeite. Jetzt gerade in Bayern draußen mit einem Marketing-Experten, wo es um das Thema Overtourism geht. Ein spannendes Projekt. Ich bin ein leidenschaftliches Mitglied von der GSA, wo du auch Mitglied bist, der German Speakers Association, wo ich unglaublich viel herausgenommen habe, lernen habe können. Tolle Begegnungen habe. Und da ergeben sich immer wieder tolle Dinge, so wie mit dir jetzt auch. Dankeschön. Ja, beruht ja auf Gegenseitigkeit. Gell? Ja, ist dein Bezugsrahmen Deutschland, Österreich, Schweiz oder geht es darüber hinaus? Vorerst dieser Rahmen, ja, Südtirol noch dazu genommen. Okay, Entschuldigung für die Südtiroler, die wir hier nicht dazu genommen haben. Auch die Liechtensteiner gehören dazu. Ja, hier von Südtirol weg, also das ist Herzens. Ja, da habe ich große Emotionen in Südtirol drin, aber ja, das sind die deutschsprachigen Länder vorwiegend. Aber ich, natürlich habe ich meine Vision auch einmal in anderen Ländern tätig zu sein, mit meinen Vorträgen. Englisch kann ich, an dem scheitert es nicht, aber ich will mein Business einfach scheibchenweise aufbauen. Also ich weiß, das geht in kleinen Schritten, aber kontinuierlich dahinter sein. Das ist auch was im Change-Prozess wichtig ist. Kleine Schritte machen, aber kontinuierlich gehen. Ja, Schritt, ich sage immer so schön, Schritt für Schritt das Ziel zu erreichen, das eine Bein sorgt für Führung und das andere für Sicherheit. Ne? Perfekt. Ja. Dann sind wir, und beim Bergsteigen ist nicht gut, als Junger vielleicht schon, weil du schneller bist als die Alten, aber sonst ist es ja eher so, dass beim Bergwandern, Bergsteigen ja das kontinuierliche, immer das gleiche Tempo zum Ziel führt und nicht das schnelle, hastige, dass dann irgendwo die Power fehlt und dann bist du auf der Hälfte der Strecke weg oder reißt den Gipfel dann doch nicht, weil du deine Energie verpowert hast. Ne? Und wenn man jetzt da sagen, okay, es war vielleicht nicht unbedingt die ideale Vorstellung, aber wenn du jetzt heute von diesem Planet Erde gehen müsstest, wenn dein letzter Tag, dein letztes Stündchen geschlagen hätte, was würdest du der Welt heute hinterlassen und was wäre so, was die Leute über den Christian sagen würden? Der Christian, der war authentisch und der hat sein Leben gelebt. Der hat das getan, was er wollte. Und that's it. Mach dein Ding, das, wo dein Herz, dein Herzen liegt, mach das einfach. Und dann läuft eh alles von selber. Das ist das Urvertrauen, das ich habe. Super. Das tönt da wirklich schön, auch in gewissen Ohren, in gewissem Kontext, dass man hier wieder mehr soll auf sich hören, auf den innersten Wert, ich nenne das ja bei mir immer die Essenz. Wenn man bei sich selbst ist, präsent ist, dann ist das natürlich super. Du, jetzt haben wir ja die ersten zwei oder die letzten zwei Fragen schon platziert und es kommt immer das Statement, bevor wir dann noch sagen, wie man dich erreichen kann. Das Statement ist relativ einfach. Ich gebe dir einen kurzen Satz vor, ich beginne den, dann kommt ein Komma und den darfst du den Satz fertig machen, aber bitte ohne Komma, Strich, Punkt und Gedankenstrich und nochmals und nochmals und nochmals, sondern ziemlich pünktlich auf den Punkt gebracht. Und der Satz lautet, das Leben ist zu kurz, um. Ja, um permanent irgendwelchen Dingen hinterherzulaufen, die man eigentlich gar nicht braucht und nicht mag.
Punkt. Super. Ich glaube, das ist auch wieder mal ein wichtiger Satz, den so abschließen zu können. Man schaut manchmal ein bisschen viel Gegenstände und andere Dinge um sich herum, die einem eigentlich gar nicht gut tun und nur belasten. Ne? Genau. Super, das war ganz eine tolle Geschichte. Ja. Du Christian, ich danke dir vielmals für das Interview jetzt hier und für diesen ganzen interessanten Geschichten auch und deinen Werdegang und was du da bei Swarovski alles erlebt hast und natürlich auch außerhalb und wo du ja jetzt tätig bist. Wie erreicht man denn dich heute? Wenn man jetzt den Christian sucht, gebe ich da einfach Christian Oberleit ein und dann komme ich dann irgendwo hin und bin dann beim richtigen Christian. Oder wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Einfach Christian Oberleiter googeln und dann kommen eh schon viele. Es gibt nicht so viel Christian Oberleiter. Oberleiter schon, aber Oberleiter nicht. Das ist wie, wenn ich sage Dörig und dann kommt die Post aus Deutschland, dann heißt es immer Döring. Ja, genau. Dann kommt da immer ein N irgendwo her und ich sage, ja gut, ein bisschen Aufmerksamkeit, aber Christian Oberleiter, das hauen wir dann unten noch in die Shownotes rein, dann haben wir da auch gleich noch deine Webseite drauf. Das ist doch tolle Geschichte, dann können wir da super abschließen damit. Bitte, alles klar. Ich danke dir nochmals, es war echt toll. Ich hoffe, wir hören noch voneinander, sehen uns auch wieder. Ich hoffe auch, dass den Zuhörern und den Zuschauern ja gut gepasst hat, dass es ihnen gefallen hat, dass sie was rausnehmen konnten. Und ich wünsche dir in diesem Sinne alles Gute weiterhin auf deinem Erfolg. Hoffe, dass dein Vision Board, deine Vision von dir selbst, dass das schnell und gut und stabil daherkommt, so wie du dir das wünschst. Und dann hören wir uns wieder und ich wünsche dir, wie gesagt, viel Erfolg auf deinem Weg. Bis dann, zum nächsten Mal. Gell? Tschüss. Ja, tschüss, servus, alles Gute noch. Ja. Danke dir.